Wieder selbe Situation, okay? Vergessen, Jungs, jetzt geht's um MMA, okay? Kein Street, kein Straßen, das ist jetzt MMA. Also, nachmachen kann auch schnell woanders hin, okay? Weil man muss Technik besetzen, beherrschen, man muss es können, okay? Bevor man es anwendet. Okay, ich merke, er ist hier drinne, Schützkasten. Ich gehe mit dem hinteren Bein hier hin und mache eine Rotationbewegung von innen, die sieht so aus. Hier. Okay? Wie wenn ich mit dem Brust zu Boden will. Hier. Eins und hier. Wow. Landen wir bei dir am Boden. Okay? One, two, three. Das Schönste an dem Teil hier ist es, dass man sich überrascht. Die erwarten das nicht, weil die drücken und drücken und es wird immer enger. Und ich setze diesen Bein hier hin und ich drehe mich hier. Da. Boom. Und ciao. Und danach bestrafe ich ihn für seine Aktion. Bam, bam, bam. Das gefällt dir, hä? Okay. Die Bewegung ist ganz einfach. Wichtig ist, dass ich ihn so halte. Hier. Okay. Eins. Hier. Die Hüfte dreht sich und landet hier. In dem Moment ist nicht mehr interessant, wie viel der wiegt. Weil ich lass mich selber zu Boden fallen. Ich drehe mich selber da. Und hier ist sein Kniekehle. Ich gehe mit diesem Bein da rein. Und dadurch verliert er sein kleines Gewicht. Gleichgewicht. Kann ich mal reden hier? Dadurch verliert er sein Gleichgewicht. Da. Und rutsche ich hier hin und wir ballen beide zusammen. Okay? Wichtig ist wieder, ich erwähne das nochmal, man muss den Halsmuskulatur benutzen. Okay? Sehr wichtig. Hier. Merkt ihr? Zeig mal was. Hier. Zum Beispiel, das ist Albert. Ich benutze nur meinen Halsmuskulatur. Achtet mal da drauf. Hier. Okay, nochmal. Was man in Kraft mal mit dem Hals entwickeln kann, ist sehr wichtig. Halsmuskulatur. Mach einfach so. Schieb ihn nur hier. Okay, ist nur der Hals. Und während dieser Übung stelle ich hier meinen Hals gegen seine Brust. Da. Okay? Meine komplette Muskulatur arbeitet in eine Richtung. Komplett. Von hier, von hier, von hier, von hier. Und er hält mich weiter fest und zieht mich runter. Wenn die merken, dass ihr raus wollt, dann werden sie noch kräftiger ziehen. Aber es interessiert mich nicht. Ihr dürft nicht einbrechen im Kopf. Egal wie hart er macht. Ihr müsst trotzdem stabil bleiben. Drück, zieh, noch kräftiger. So. Bam. Okay. Komm schon auf. Hier. Okay. Bam, 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 bam. Danach musst du ihn für seinen Fehler bestrafen. Okay? Ich bin hier. Wir clinchen. Und auf einmal nimmt er mich in den Schwitzkasten. Von hier? Nee, andere Seite. Also meinst du ihn? Weil die hatten wir. Da. Push. Okay? Jungs. Ich erkläre mal für die Leute, die das nicht wissen. Jeder Mensch hat zwei Arterien. Hauptschlagader, die zum Gehirn gehen und Gehirn mit Blut versorgen. Wenn die zugehen, dann geht ihr schlafen. Okay? Und das ist sein erstes Ziel. Er will mich hier zur Aufgabe zwingen. Er zieht und zieht. Ihr merkt, wie rot mein Kopf wird. Und meine Stimme. Okay? Es passiert im Bruchteil von Sekunden. Vielleicht 5, vielleicht 6. Je nachdem, wie hart und wie schnell er zieht. Okay? Und wenn ihr darauf nicht reagiert, geht ihr schlafen. Egal, wie stark ihr seid. Weil jeder Sterbliche hat ein Gehirn. Und wenn ihr ein Gehirn habt, könnt ihr denken, also seid ihr Mensch. Wenn ihr nicht denken könnt, dann seid ihr... Ganz kurze Frage. Was ist eigentlich quasi, wenn ich jetzt jemanden beruhigen will, ich nehme den Schützkasten, er schläft ein und ich lasse es nicht los. Wie viel Zeit ist noch, bis er stirbt quasi, weißt du? Kann er gleich dadurch sterben, wenn ich nicht... Weil ich merke ja nicht sofort, dass er weg ist, weißt du? Naja, guck mal, wenn jemand den anderen halt zum Ohnmacht schlägt, sollte man ihn am besten gleich loslassen. Und wenn man es nicht merkt,
Eigentlich sollte man das merken, weil das passiert genau das. Du drückst. Der hängt. Der kann sich nicht mehr an seinem Bein halten. Da, spätestens da, man soll den loslassen und nach 2-3 Sekunden oder 2 Sekunden kehrt er sich in sich zurück, ganz normal. Aber er kann sich an diesen Moment nicht mehr erinnern. Ich rede von Erfahrung. Ich erzähle mal zum Beispiel von einer der schönsten Erfahrungen so, wo ich jemanden ausgechoked habe, einen Triangle Choke. Und dann habe ich ihn gerade so ein bisschen wach gemacht so. Und dann guckt er mich so an, er war ja wach, seine Augen haben mich geguckt, aber er schon, das erste Mal war er weg, dann habe ich ihn wach gemacht so ein bisschen, dann guckt er mich an und sagt, hey, was machst du denn in meinem Schlafzimmer? Ich sage, ich bin nicht in deinem Schlafzimmer, wir sind im Training. Er dachte, ich wäre in seinem Schlafzimmer. Okay, Jungs, manchmal kann man wirklich vorstellen, dass man ganz woanders ist, weil wenn man aufwacht, denkt man als erstes, man ist in seinem eigenen Schlafzimmer. Es passiert sehr schnell, dieses wird immer gecuttert vom Gehirn. Zum Glück kann Gehirn selbstständig arbeiten. Okay. Das nochmal, das von hier. Alberto, greif nicht hier hin. Wichtig ist, beim MMA werden wir nach Reaktion gefragt. Habt ihr keine Reaktion, dann musst ihr sie trainieren, bevor sie hierher kommt. Okay? Oder ihr werdet hier trainiert nach Reaktion. Albert, greif nicht an. Guillotine, wir sind hier im Clinch. Ganz kurz, was los? Ganz kurz, mal ganz kurz. Albert, kräftige Arme. Wenn er zieht, dann drückt das ganz komisch. Dann muss ich ihm sagen, er soll loslassen, sonst muss ich ihn angreifen. Deswegen muss ich das öfter sagen, weil es ein bisschen lauter ist. Merkt euch, wenn ihr mit größeren Leuten zu tun habt, für den ist es ganz einfach, weil für mich ist es schwierig, hier rüber zu kommen. Ich müsste ihn schon ziehen und danach hier rüber gehen. Aber er dagegen braucht nur seinen Arm rüberzustellen. Dann ist er schon über meinen Kopf hier und ich bin schon hier drin. Okay? Dann drückt er mir mit seinen Schultern wieder runter und zieht einfach hoch. Und das ist das Ding. Und sobald ich das merke, jetzt machen wir das ganz Slow Motion, dass jeder mitkriegt. Da, one. Okay? Ich drehe mein Kinn zu seiner Rippe. Okay? Ah, dann wusste ich auch nicht. Okay? Dass er damit nicht direkt meinen beiden Hauptschlagart angreifen kann und meinen Kehlkopf. Da. Okay? Nummer zwei, ich gehe einen Schritt nach vorne und bringe meine Hüfte nach oben. Und ich versuche nach oben zu gucken. Nummer drei, ich greife seinen Oberschenkel und ich bin hoch. Okay? Na, ich bin zurück. Albert ist nicht mein Freund mehr, würde ich ihn so nach hinten schmeißen. Aber weil er mein Freund ist, hole ich ihn zurück. Gut, ich bin beruhigt, dass ich mit ihm befreundet bin. Weil du fühlst dich echt hilflos da oben. Du kannst auch nichts machen, ne? Ich kann dich auch ganz schnell so drehen und. Ich kann nichts machen, ne? Es sei denn, du bist Rickson Gracie. Das ist einer der wenigen Kampfsportler, Rickson Gracie. Aber leider kämpft er nicht mehr. Das war der Einzige, den ich gesehen habe, der wurde in Luft geschleudert und hat sich wie so ein Power Ranger in Luft gedreht und ist wieder runtergefahren. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Das war der Einzige, der bis jetzt aus so einem Ding rausgekommen ist. Okay, nochmal. Ich mache das ein bisschen schneller. Okay, und danach machen wir das Slow Motion. Komm hier, Bub. Wow. Oh, yeah. Okay. Ich kann hier so drehen. Und okay. Hier so hoch. Bub. Hey. Okay. Jetzt verstehe ich, warum die drehen. Damit man erstmal Orientierung verliert. Wenn du landest, denkst du, Alter, wo bin ich denn gelandet hier? Okay. Fakt ist das. Genauso so wie Boxen, irgendwelche Typen sitzen irgendwo vor dem Fernseher und sagen, ja, ich hätte das besser gemacht. Dasselbe fragt sich auch hier. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein physisch starker Mensch. Okay? Das heißt, ich brauche Kondition, Kraft, Koordination, Gleichgewicht und dass ich gleichzeitig alle meine Muskulatur in eine bestimmte Richtung lenken kann. Okay, ist sehr wichtig. Ich bin hier, ich komme hier rein, ich spüre den Angriff. Ja, drehe meinen Hals rein, greife hier hin und gehe hier hoch. Und gleichzeitig drücke ich meinen Kopf in die Richtung, dass er mir sein Gleichgewicht bringt. Und hebe dein Bein, dann bin ich theoretisch hier. Okay? Wie wäre es immer schwerer, ne? Hier. Theoretisch. Was, würdest du das auch einen kleineren empfehlen, einen größeren zu machen? Ist eigentlich egal. Ist also egal eigentlich, wie schwer derjenige ist. Was hat damit nichts zu tun? Ich habe das schon bei Leuten gemacht, die wogen auch 120 Kilo. Das hat mit dem Gewicht nichts zu tun, das hat mit dem Fett nichts zu tun. Das ist genau dasselbe, wie wenn du jetzt jemanden so nimmst, hier und das hier machst. Okay? Das ist nur Gleichgewichtsstörung. Ich erkläre es mal ganz einfach, indem ich hier meinen Hals drücke, hier, und mit dem sein Bein hochhebe. Es passiert genau das. Ich drücke einseitig meinen Arm in die Richtung, dass sein Bein in Luft kommt, da, und hiermit drücke ich meinen Hals, meinen Kopf dagegen. Dadurch kippt er um.
Danach brauche ich nur noch, das brauche ich nur noch so zu machen. Dann ist er da, wo er sein soll. Aber jetzt, wenn ihr versuchen würdet, ihn so hochzuheben, dann wird das nicht klappen. Okay? Deswegen meine ich ja, erst Technik, danach Kraft. Jeder Idiot da draußen hat Kraft. Jeder Mensch hat Kraft. Okay? Verlass nicht auf eure Kraft. Er hat vielleicht mehr Kraft als ich. Darum geht es mir aber nicht. Derjenige, der bessere Technik besitzt, gewinnt immer. Weil Kraft hat jeder. Ich sage euch noch mal eins. In einem Kampf ist meistens immer so, entweder bist du geduldiger als er, dann gewinnst du. Oder du hast eine bessere Technik als er. Oder du willst mehr als er. Okay? Weil Kraft wird er bestimmt mehr als ich haben oder weniger als ich haben. Das ist nicht die Frage. Aber wenn ich einen besseren Technik als er habe, einen besseren Geduld, ein besseres Auge, Schulung, dann gewinne ich auch gegen ihn. Okay? Aber seid ihr nur mit auf eure Kraft verlassen, dann habt ihr Arschkarte. Deswegen nicht auf eure Kraft verlassen. Schult eure Technik. Zurück. Okay? Nochmal. Jungs.